Also natürlich die Wahl der Qual und die Zwickmühle, Herr Professor Dr. Danziger, Herr Professor Dr. Ginde, ist natürlich schon vorhanden. Aber es ist ein optisches Panoptikum, was sich hier auch ergibt, das ich einmal erklären kann. 73 Trillionen Dollar Schulden an Drogen, verstehst? Und Medikamenten, und die Menschen sind aber sehr krank geworden, chronisch, verstehst du, das erkennt man sofort. Wenn man nach Österreich kommt, verstehst du, braucht man nur schauen, Population, Verteilung, alt und jung, und verliebt oder nicht verliebt, da geht's, oder wie fühlen sich, subjektives Sicherheitsgefühl, subjektives Empfinden, Behaglichkeit, da schaut's nicht gut aus, verstehst du? Und das hier sind noch die schönsten idyllischen Orte, was glaubst du, andere kann ich nicht zeigen, verstehst du? Aber das, die Lindenblüten, die Alleen, das sind noch die, sagen wir, die suboptimalen Berichterstattungsmöglichkeiten, verstehst? Weil das andere darf ich leider nicht mehr abbilden. Weil wenn ich das ablichten würde, das würde zum Zusammenschluss Europas bringen. Verstehst du, wenn ich die Stadt ablichten würde, in Knittelfeld, in der historischen, dann würde wahrscheinlich in Europa ein Weltkrieg ausgelöst werden. Verstehst du, wenn ich die Menschen tatsächlich so darstelle, wie sie sind? Es muss ich natürlich immer ein bisschen verschönern, ein Euthanasie-Programm machen, dass ich sage, die Optik, ich gehe nur davon aus, von den schönsten Dingen, die es hier noch gibt, zum Beispiel in Halle. Weil sonst würden die anderen sofort depressiv verstimmt werden und alle in den Selbstmord abdriften. Wir haben bereits genug Väter samt ihren Jungen, die in die Mur gesprungen sind, einer nach dem anderen.